einfach so einen entspannten Orbital-Strike. Wieso stürzt du nicht ab? Jetzt fallen nur noch Bruchteile auf den Boden. Komplett cleaner Schnitt. Hallo, wieso brichst du nicht auseinander? Ich hab dich in der Mitte durchtrennt. Hey, das macht gar keinen Sinn. Das Flugzeug fliegt noch, obwohl nichts mehr da ist. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video vom Kanal. Teardown hat euch extrem gut gefallen. Also in zwei Videos, das eine hat 200 irgendwas Aufrufe, das andere 400. Ja, ihr seid motiviert. Freut mich auf jeden Fall. Dementsprechend werde ich heute wieder Teardown spielen. Und das seht ihr auch schon im Titel. Ich werde heute ein Flugzeug in der Mitte zerteilen. Mit dem Katana. Zusätzlich werde ich natürlich noch verschiedene andere Bomben oder Kreaturen, die man spawnen kann und sowas testen. Denn sonst wäre es ja langweilig, wenn es nur ums Zerschneiden geht. Ja, also es wird wieder ein witziges Teardown-Video. Deswegen lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ein Abo, wenn ihr Bock habt. Eine Mitgliedschaft. Wo wir gerade bei Mitgliedschaft sind. Ihr kennt's. Es gibt jetzt auf meinem Kanal die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Dort habt ihr spezielle Zeichen in eurem Namen und könnt besondere Emojis in den Chat posten. Zusätzlich seht ihr Umfragen, die keine anderen Leute sehen. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich würde mich extrem freuen, aber müsst ihr natürlich nicht. Falls ihr daran Interesse habt, erster Link in der Beschreibung. So, jetzt gehen wir mal rein hier in den Lachs. Nee, ich meine in die Boeing. 477 irgendwas. Jo, die ist voll groß. Ist das Originalmaß? Total Blood Volume. Alive. Ey, du bist alive. Du bist nicht mehr alive. Oh, das Video kann ich nicht monetarisieren. Doch, ich kann es doch monetarisieren. Weil das ist ja nicht echt, Leute. Macht sowas niemals zu Hause nach. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich die Waffen rausholen? Übrigens, dieser Effekt, jetzt weiß ich, was das ist so eine Spiegelung von den roten... Roten? Gelben Lichtern. Oh, ihr seid auch alive. Jetzt nicht mehr. Unangenehm. So, ich würde dann jetzt gerne raus aus dem... Oh, das ist das Cockpit mit dieser safen Tür, die man auch nicht zerstören kann. Das ist richtig gut gemacht. Houston, alles Roger in Kambodscha. Oh, die bewegt sich sogar. Ich muss sagen, das war richtig gut. Da hat es einfach die... Das Cockpit hat es einfach weggesprengt. Und Teile vom Boden. Der Typ lebt einfach noch. So, jetzt lebst du auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, ich habe den Feuerlöscher getroffen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Obwohl, selbst der sollte doch nicht explodieren, wenn ich mit einem Hammer draufschlage, oder? Das ist sogar so krass mit diesem Boeing-Mod, dass es da nicht nur diesen Sandbox-Modus gibt, wo du in einem Flugzeug fliegst, sondern auch mit Flugplatz und sowas. Ja, interessant auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ihr hinten macht. Ihr redet anscheinend ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal die Dinger ausprobieren. Was haltet ihr von so einem kleinen Mini-Paluten? Der wäre doch nice, oder? Mini-Spagluten! Oh. Oh, er hat's hat es überlebt? Ja, er hat's überlebt. Oh, und der Dude auch. Okay, versuchen wir mal, das hintere Teil vom Flugzeug wegzusprengen. Mit ein paar Mini-Paluten. Hallo, das hintere Teil vom Flugzeug. Sieht aber gut aus, oder? Ey, wie sogar das so klappt? Weil das ist ja Flugwind, also Zugwind, meine ich. Oh nein. Oh, ich sterb. Ich bin tot. Ich schau mal nach dem rechten hier hinten. Ja, sieht nicht so gut aus. Oh, den Typen hat's rausgegeben. Den auch. Interesting. This store out of service. Ja, alles ist hier gefühlt out of service. Rocket Launcher. Ja, Leute, ich hab's zwar gerade schon gesagt, aber macht es niemals in einem Flugzeug nach, einen Raketenwerfer zu zünden. Das ist nur ein Spiel. Ah, krass, der Wind haut mich wirklich nach hinten. Es ist sehr cool gemacht. Okay, wartet, ich gehe ganz nach vorne. Und versuch mal hinten, ne, das Flugzeug ein bisschen zu demolieren. Dieser Antimaterie-Laser ist so krass. Kann das Flugzeug abstürzen? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich darf nicht in den Zugwind gelangen. Jetzt müssten wir actually abstürzen. Das Flugzeug ist gar nicht mehr existent eigentlich. Was ist das? Dieses Kabel? Ich fliege gerade mit meinem Jetpack übrigens. Hey, das macht gar keinen Sinn. Das Flugzeug fliegt noch, obwohl nichts mehr da ist. Oh, Cinematic Bomb. Die habe ich. LMB to Plant Bomb. Oh. Oh. Hey. Ha, sorry. Ja, ich wollte die Bombe eigentlich gar nicht zünden. Das hat sich einfach so ergeben irgendwie. X to detonate. Okay. Oh, da ist noch einer alive. Hä, wer ist denn da alive? Hä, da ist noch niemand mehr. Wo ist denn da jemand alive? Decreased. Und wo ist der alive? Ah, der du. Okay. Oh mein Gott, als ob ich so viele Optionen habe. Ich habe doch gar keine Ahnung. Explosive Power. Machen wir 10. Da die Bombe platzieren. Ja, die Explosion müsste normal das ganze Flugzeug jetzt zerstören. Oh mein Gott, mich hat's... Hä? Ah, die Explosion war noch nicht fertig. Jetzt verstehe ich's. Komme ich da hinterher? Nee, ich glaube nicht. Komm, ein bisschen mit meiner Shoddy. Es ist eine Pistole. Ach Leute, ich habe es übrigens gar nicht gesagt. Wundert euch nicht wegen meinen Haaren. Ich war beim Friseur. Deswegen sind die jetzt ein bisschen kürzer. Ja, kurzer Random Fact.
Orbital Strike? Was haltet ihr davon? Da, Orbital Strike. Oh nein, der hat den Alive-Typen hinten getroffen. Ja, das war's jetzt. 3. Oh nee, mir hat's voll ein Ding ins Gesicht gehauen. Oh mein Gott. Ich sehe das Licht. Ich sehe das Licht. Ah, ich hab's ins Heck geworfen. Okay. Das ist sehr interessant. Kann ich das auch ausstellen eigentlich? Hier gibt's Grounded. Hier gibt's einfach einen Flughafen. Wollen wir mal angucken? Ich mach einfach mal. Das ist schon cool. Aber wieso brennt es da hinten? Warte, wir brauchen eine erhöhte Position, damit wir es gut sehen. Orbital Strike. Bam. Ja, das war's mit uns. Nee, ich hab's überlebt. Ah, hier kann ich nicht lang. Ich kann mich nur um das hier kümmern, oder was? Über das, um das Flugzeug. Da fliegt sogar was. Okay, das ist cool. Oh, Flugzeuge zerstören macht so Fun. Also, im Spiel. Haha. Okay, aber die Megagun ist trotzdem ein bisschen... Ah, ich warte. Ich habe ja noch verschiedene Amos. Ja, Mini-Nukes zerstören es dann. Das Terminal auch einfach zerstören. Oh, stell dich mal vor, solche Waffen gibt es wirklich. Einfach eine Mini-Nuke. Leute, ich habe es gefunden. Hier kann man Wind ausstellen. Also sorry, Leute, ich muss kurz draußen was checken. Während im Flug. Also macht euch keinen Stress, dass ich jetzt die Tür aufmache. Und wundert euch nicht, warum ich einen Shotgun dabei habe. Oh, so ist es gut. Ah ja, jetzt können wir es wenigstens von draußen mal angucken. Und Leute, ich würde sagen, es ist doch mal Zeit für... Ich will nochmal den Orbital Strike sehen. Orbital Strike, let's go. Oh nein, Orbital Strike auf eine Boeing 737. Stellt euch mal vor, sowas kann in echt passieren. Einfach so einen entspannten Orbital Strike. Aber das ist, ey, das Flugzeug hat's überlebt. Oh mein Gott, das ist wirklich der Effekt mit dem Fallen drin. Nein. Wieso geht's so nicht unter? Ist es nicht so tief oder wie? Ey, aber das Wasser sieht so krass gut gemacht aus, finde ich. Ich glaube, das passt jetzt mit dem Wind, weil es ist zwar cool gemacht, aber es nervt für so ein Video. Oh, ich muss hier schon wieder raus. Wartet mal. Warte, gehen wir mal hier auf den Flügel. Ist auch so ein normaler Satz, den man da so sagt, ne? Wieso stürzt du nicht ab? Ey, ein Asteroid ist gerade auf deinen... Das hängt halt echt nur noch an irgendwelchen kleinen Zweigen. Aber wir stürzen noch nicht ab. Okay, dann gerne mehr davon, ne? Mega geil, die hatten wir schon. Boom DMG. Ja gut, dann ist eh vorbei. Oh, ich liebe diese Waffe. Wartet. Ja, oh mein Gott, das sieht so gut aus. Also ist nicht Favorite-Waffe, aber schon... Top. So, jetzt stürzt du ab, oder? Jetzt stürzt du ab? Hallo? Du hast keinen Boden mehr. Atomic Rifle. Das zerbricht hier dann so. Ja, jetzt aber. Oh, es ist, oh mein Gott, wie gut. Da, hier, das auch noch. Jetzt fallen nur noch Bruchteile auf den Boden. Boah, die Waffe mag ich irgendwie, weil die so alles einfach ineinander sich zerstört. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Achtung, es brennt. Spaß. Es brennt nicht. Ich habe eine Taschenlampe. Oh Mann. Ja, kann ich die irgendwie aufmachen? Ja, ich habe hier übrigens auch gehackte Fahrzeuge und so. Also das machen wir beim nächsten Mal. Nuklearstrike habe ich auch. Airstrike. Wir teilen jetzt die Boeing 747. Haha. 3437 meine ich. Oh, ich liebe es. Wie so ein komplett cleaner Schnitt. Ja, wirklich komplett clean. Was die Leute sich jetzt denken müssten. Okay, warte jetzt nochmal hier in der Mitte. Der müsste unendlich weit gehen eigentlich. So habe ich es eingestellt. Hallo, wieso brichst du nicht auseinander? Ich habe dich in der Mitte doch trennt. Wow, unrealistisch. Der Goo und Plasma? Mann, das ist so unrealistisch. Leute. Airstrike? Ah, da gibt es verschiedene Minigun-Fire. Oha, wie gut. Leute, wir könnten so viele verschiedene Sachen ausprobieren. Ich will jetzt noch ein letztes Mal. Das ist so der letzte Test. Was heißt Test? Nein, das haben wir ja gerade schon. Aber ich will ihn nochmal in der Mitte richtig durchtrennen. So ein richtig cleaner Schnitt, dass praktisch beide Seiten runterfallen, wenn das funktioniert. Und pam. Und? Komm. Ja? Hä? Fliegen die beiden Teile jetzt selbstständig für sich? Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Absolut verwirrend. Klar, dieses Video, dass jemand
die Boeing zerschneidet. Gab es schon mal auf YouTube, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber ich dachte, ich will es auch mal ausprobieren. Und es war cool. Aber beim nächsten Mal werden wir, also falls das Video natürlich wieder gut ankommt, andere Dinge zerschneiden. Oder wir werden einfach komplett andere Dinge in Theodon machen, weil es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten. Also, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar, ein Abo und ein Like freuen. Checkt die Mitgliedschaft aus. Erster Link in der Beschreibung. Sonst war es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Into the black.